Nur Tage nach der Rückkehr auf seine Erde wurde Green Lantern Zeuge der Bruchlandung eines Alienschiffs. Wie bei seiner Aufnahme ins Korps. Bei der Untersuchung des Wracks fand er den Piloten, der behauptete, Abin Sur zu sein. Doch dieser Abin Sur trug keinen Kraftring und nannte ihn mit stockenden Worten den Allmächtigen. Green Lantern versuchte, Abin Sur davon zu überzeugen, dass er Hal Jordan zu seinem Nachfolger als Green Lantern von Sektor 2814 gemacht hatte. Doch der Alien erlag seinen Wunden, ehe Green Lantern mehr erfahren konnte. Lantern suchte umgehend Oa auf. Nur die Wächter konnten ihm helfen, dieses Rätsel zu lösen.